Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales im Büro. Direktor Bloch ist auch wieder da. Und ja, wir können uns mal wieder hier eine Runde umsehen. Direktor Bloch scheint in seiner Arbeit vertieft zu sein. Solange ich hier unten bleibe und ganz leise bin, wird er mich nicht bemerken. Das ist doch schon mal gut. Direktor Bloch scheint so lang. Das muss er sein. Erzmagier Alistair. Eine Trophäe der Ratsvorsitzenden. Widerlich. Ivo und ich müssen ihn da rausholen. Ja, scheinbar. Könnte schwierig werden, ihn hier rauszubringen. Direktor Bloch ist im Weg. Und die Ketten dürften sich auch nicht von alleine lösen. Ja, müssen wir mal. Ich glaube, da kommt auch Wilbur gar nicht hoch. Von daher, was haben wir denn sonst noch hier? Das seltsame Wesen. Welch abscheuliche Kreatur. Ich glaube, der war jetzt beleidigt. Besser, ich komme dem Monster nicht zu nahe. Es könnte Appetit auf Gnome haben. Gnome. Eltern sagen häufig, hier sieht es ja aus, als sei eine Bombe explodiert. Meistens ist das Übertreibung. Aber hier könnte tatsächlich so etwas passiert sein. Stimmt allerdings. Aber wir können das Glockenspiel mitnehmen. Oh. Das kann ich nicht mitnehmen. Können wir vielleicht den... Na gut, den Ring können wir nicht abziehen. Es ist alles andere als angenehm, geschrumpft zu werden. Ich sollte den Ring nur einsetzen, wenn es unbedingt nötig ist. Mhm. Vieles hier ist aus diesem glatten, glänzenden Material. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es ein bisschen unheimlich. Dieser Puppe zum Beispiel möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Ja, bei Dunkelheit sieht das alles wieder ganz anders aus. Eine der magischen Schiefertafeln. Altes Modell, ohne Haare. Oh, unflauschig. Eine der magischen Schief... die Puppe hat einen Ring am Rücken. Hat mich lieb! Nicht schon wieder. Ich hab Kacker gemacht. Wollen wir ein Lied singen? Professor Wetterquarz? Oh, es ist nicht, wonach es aussieht? Dann versuchen Sie also nicht, den Frosch zu befreien? ist vielleicht doch das, wonach es aussieht. Also, naja, vielleicht ist da doch etwas dran. Sie rufen gar nicht um Hilfe? Es wäre meine Pflicht. Warum arbeiten Sie eigentlich für die Ratsvorsitzende? Wissen Sie denn nicht, was sie tut? Wie können Sie nur für Van Buren arbeiten? Wissen Sie denn nicht, was sie dieser Stadt und den Leuten antut? Es ist nicht an mir, über ihre Politik zu urteilen. Ich bin nur ein einfacher Beamter, der seiner Vorgesetzten gehorchen muss. Egal, was sie tut. Auch wenn sie völlig übergeschnappt ist? Nach dem Tod des Erzmagiers ist Sybil van Buren meine neue Dienstherrin. Und es ist meine Pflicht, ihr treu zu dienen. Ich glaube, der ist nicht so ganz begeistert. Also war er vorher, glaube ich, auch nicht wirklich. Aber langsam wird ihm wohl klar, was die Sybil da angerichtet hat. Ich habe den Erzmagier nicht verwandelt, wissen Sie? Ich habe den Erzmagier nicht verwandelt. Ich hoffe, das wissen Sie. Natürlich weiß ich das. Allein die Idee ist... Erzmagier Alistair war Professor Doktor der Magie. Sie sind nur Diplom-Magier. Und noch nicht mal ein echter Lehrer. Es ist völlig unglaubwürdig, dass jemand wie Sie jemanden wie den Erzmagier in einem Duell besiegen könnte. Danke. Es war Chantal van Buren. Sie hat ihn mit diesem verfluchten Zauberstab verzaubert, so wie alles andere auch, oder? So ist es. Wie macht sie das bloß? Ein kleines Mädchen kann doch unmöglich diese Macht besitzen. Wir glauben, dass... Halt, ich will es gar nicht wissen. Ich bin ein loyaler Beamter. Ich arbeite für die Ratsvorsitzende. Je weniger Wissen ich vor ihr verbergen muss, desto besser. Das stimmt.
stimmt allerdings, aber na, kommen Sie doch schon, Direktor Bloch, helfen Sie uns. Bitte, Herr Direktor, Sie könnten viel Gutes tun. Sie könnten zum Beispiel damit anfangen, dass Sie die Ketten vom Einmachglas lösen. Meine Herrin hintergehen? Niemals. Allerdings, nun, es wäre Zeit, Feierabend zu machen. Ich werde die Tür verriegeln und den Wachtroll zur Wachsamkeit ermahnen. Nur, dass ich einen Gnom hier gesehen habe, das vergesse ich vielleicht zu erwähnen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich werde mir dafür morgen eine negative Bewertung in meine Akte schreiben. Guten Abend, Professor, und viel Glück. Dankeschön. Verriegele dich. Es darf niemand ins Büro kommen. Hörst du? Puh, das hätte ins Auge gehen können. Es ist eben doch nicht immer von Vorteil, Rattengröße zu haben. Ah, okay. Jetzt können wir uns auch wieder hier normal umsehen. Dann nehmen wir das Glockenspiel mal mit. Zack. Es ist ein altes Modell. Ich frage mich, ob... Willkommen zurück, Professor Wetterquarz. Tatsächlich. Es ist meine alte Tafel. Das verräterische Stück. Ich tue nur, was mir einprogrammiert wurde. Das Böse sitzt immer vor der Tafel. Wer hat dir befohlen, mich zu hintergehen? Benutzername Munkus Rules 1337. Verstehe. Wer ist das denn? Ja, aber das ist halt auch so eine Sache von wegen, ja, der Fehler sieht's meistens vor dem Bildschirm. Computer agieren eigentlich ja logisch, wenn man es so nimmt. Nur wenn halt nicht alle Eventualitäten im Programmcode beachtet wurden, kann das natürlich auch mal schnell schief gehen. Ich nehme dich mit, aber glaub ja nicht, dass ich dir nochmal vertraue. Gut, hätten wir das noch. Hier ist sogar noch was. Ach, die sprechende Puppe können wir direkt mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Wenn es sein muss. Butterblumen macht sich, glaube ich, auch noch ganz gut. Hier haben wir noch... Ach, Kaminreisepulver. Dieses Mal nehme ich gleich die ganze Dose. Es ist für einen guten Zweck. Sehr gut. Jede Menge Papiere, Federkiele, Tintenflecken und dergleichen. Nichts davon ist von Interesse für mich. Scheinbar wirklich nicht. Okay, gucken wir uns das Einmachglas nochmal an. Ziemlich dicke Ketten. Und ich vermute, dass Van Buren sie obendrein verzaubert hat, um sie gegen einen öffnen Zauber zu schützen. Wir holen sie da raus, Meister Alistair. Wir müssen nur noch einen Weg finden, die Ketten zu lösen. Ich glaube, er freut sich. Okay, dann hätten wir hier aber alles abgeklappert, soweit. Und gehen mal wieder zurück in den Untergrund. So, angekommen. Dann könnten wir jetzt eigentlich mal wieder in die Höhle runter. Und mit dem Glockenspiel halt was vorspielen. Ach genau, Witze wollte ich ja noch sammeln. Ne, ich glaube, dann gehe ich erstmal nach Witz. Schade, dass wir den Direktor Bloch nicht nach einem Witz fragen konnten. Dann, vielleicht weiß Ivo ja noch was. Oder kann sich halt irgendwie weiter umhören. Ivo! Was gibt's? Oh, wir haben eine ganze Menge zu sagen. Na gut, es gibt in der Stadt einen Tempel, der einer bösen Gottheit geweiht ist. Wusstest du, dass es unter der Stadt einen Tempel gibt? Er ist einer bösen Gottheit namens der Namenlose geweiht. Also...
So heißt er natürlich nicht. Er hat einen Namen. Und der ist nicht der Namenlose, aber... Ich kenne die Legenden. Aber von was für einem Tempel sprichst du? Da gab es Leute, die den Namenlosen verehrt haben. Vielleicht wollten sie ihn auch zurück in diese Welt holen. Sie haben einen Tempel mit einer Maschine gebaut. Dort hat Remy damals den Zauberstab gefunden. Ich bin mir fast sicher. Dann solltest du dir den Tempel aus der Nähe ansehen. Ich arbeite daran. Ich habe übrigens auch noch Remys Verkleinerungsring. Der dürfte nützlich sein. Ich habe Remys Verkleinerungsring gefunden. Damit komme ich durch die Rohre zurück in die Schule. Sehr gut. Das dürfte uns weiterhelfen. Hat es bereits. Kennst du denn gute Witze? Kennst du gute Witze, Ivo? Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln, natürlich kenne ich gute Witze, oder willst du mich veräppeln, woher soll ich gute Witze kennen? Willst du mich veräppeln, warum bei den Göttern willst du von mir Witze hören? Es geht tatsächlich um die Götter, oder um einen. Kannst du dich mal umhören? Ich brauche einen richtig guten Witz, der eine Götterstatue zum Lachen bringt. Natürlich. Danke. Okay, dann haben wir aber noch eine magische Schiefertafel. Ich habe die magische Schiefertafel, Ivo. Damit kommst du ins Lehrerzimmer. Sehr gut. Leg sie bitte in den Korb. Allerdings müssen wir halt erst an dem... Vertrau dem Ding nur nicht. Es soll einfach nur den Code sagen und das war's. Verstanden. Ja, müssen irgendwie noch an dem Troll erstmal vorbei. Dann habe ich natürlich noch eine Puppe. Ich habe hier eine Puppe für dich. Ja, komm, hau die auch mal noch gerade rein. Was soll ich mit der Puppe? Was soll ich mit ihr? Warum hast du sie mitgenommen, wenn du sie nicht brauchst? Sie ist ganz schrecklich. Und ich dachte mir, die nimmst du mal besser mit. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Willst du sie nun haben oder nicht? Also wenn es denn sein muss. Und noch ein Döschen mit Kaminreisepulver. Ich habe ein Döschen Kaminreisepulver vom Schreibtisch des Direktors ausgeliehen. Wunderbar, das kann ich gut gebrauchen. Naja, schauen wir mal. Auf der Insel soll es aber noch einen Geist geben. Die Insel soll von einem Geist bewacht werden. Das finde ich beunruhigend. Kann man Geister nicht bannen? Das müsstest du doch wissen. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich fand das immer zu gruselig. Ich schau mal, ob ich etwas rausfinden kann. Mach das. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif. Aber klar doch. Okay, dann haben wir jetzt halt wieder ein bisschen was zum Ausdünnen gehabt. So, wir haben das Glockenspiel. Ich werde jetzt aber mal gerade noch auf Ivo wechseln. Dann kann die sich mal ein bisschen nach Witzen umhören. Die haben doch bestimmt hier tolle Witze. Hallo, ihr beiden. Oh, hallo. Kennt ihr denn zufällig einen guten Witz? Fragt nicht wieso, aber Wilbur braucht anscheinend ein paar gute Witze. Kennt ihr welche? Aber klar. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Meister Medikus, können Sie mir helfen? Daraufhin der Medikus: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ich erinnere mich noch an die feuchte Erde. Eine Zeit lang dachte ich, hättest du dich doch bloß einäschern lassen. Okay, danke. Sonst noch was? Ihr kennt euch doch bestimmt mit Geistern aus. Ich würde wetten, ihr beide kennt euch mit Geistern aus. Ich hab mal mit welchen in einer WG gewohnt. Weißt du, wie man Geister bannen kann? Nee, keine Ahnung.
Aber ich weiß, dass Geister sich nicht an den Putzplan halten und dass sie keine Türen benutzen und einen deswegen fürchterlich erschrecken können. Ich muss weiter. Tschüss, ihr zwei. Bis dann. Tschüss. Ja, ja. Ich glaube, den einen, der sich nie an die Putzpläne hält, hat man in jeder WG. Kann ich ja auch hier so bestätigen. Dann geht's mal weiter. Nate hat doch bestimmt einen tollen Witz. Aber mit dem können wir auch gar nichts mehr anfangen gerade. Hier mit den beiden aber. Ich glaube, der Troll hat bestimmt einen tollen Witz. Den mal nachfragen. Hallo, Zlov. Grump? Na? Prinzessin Ivo? Ich würde gerne einen Witz hören. Es kommt euch vielleicht seltsam vor, aber könnt ihr mir einen Witz erzählen? Warum seltsam? In Zeiten größter Not kann ein Witz die Moral heben. Kenne Witz! Oh, Grump, deine Witze sind immer so anzüglich. Deswegen gute Witze. Das stimmt. Seit hunderten Jahren tun sich im Park zwei Statuen gegenüberstehen. Eine sei ein junger Mann, andere sei eine junge Frau. Und beide seien nackig. Und da wären wir wieder. Da ein Gott erscheinen. Er sagen, ich erfülle euch größten Wunsch. Ihr beiden dürfen verlassen Sockel für eine Stunde. Beide schnell verschwinden in Gebüsch, rascheln, flüstern, kichern. Haben noch 10 Minuten, Mann japsen. Darauf sie, gut, dann du jetzt halten die Tauben fest und ich scheißen drauf. Aber Prinzessin. Entschuldigung. Ja, scheint ihr wohl gefallen zu haben. Vielleicht noch ein Witz. Habt ihr noch einen Witz für mich? Kenne noch viele Witze mit nackigen Leuten. Cool. Die Prinzessin möchte das nicht hören. Außerdem warst du schon dran. Jetzt erzähle ich einen richtigen Witz. Die Stadtwache fragt den Magierkopf eines zweiköpfigen Ogers. Sie leugnen also, auf dem Kopf ihres Bruders einen Zaunpfahl entzweigeschlagen zu haben? Daraufhin der Oger, das kann ich nicht leugnen, aber es ist nicht mit Absicht geschehen. Sie wollten ihn also nicht treffen. Schon, aber ich wollte dabei nicht den Zaunpfahl zerbrechen. Nicht finden, sehr witzig. Oh. Natürlich ist er witzig. Danke für den Witz, Lof. Ich werde ihn mir merken. Siehst du? Sehr gut. Weißt du denn, wie man Geister bannen kann? Ich müsste wissen, wie man Geister bannen kann. Kennst du dich damit aus? Ich kenne große Angst vor Gespenstern. Du weißt ja, nichts fürchtet man so wie das Unbekannte. Und wenn man nichts kennt, fürchtet man sich vor allem. Geister böse, klauen Grump Socken, aber immer nur linke. Natürlich fehlen immer nur unsere linken Socken. Das ist deine Seite. Auf meine Socke passe ich auf. Was ist mit der Geisterbannung? Ich weiß, dass man Geister mit bestimmten Symbolen in Schach halten kann. Grump haben Schutzamulett mit Symbolen drauf. Kann ich denn das Amulett haben? Ja, scheinbar hat die Waschmaschine von denen einen Geist. Oder ist von Geistern besessen, dass die immer die Socken klauen. Also, kann ich das Amulett haben? Wegen des Amuletts. Beschützt mich vor Geistern. Funktioniert gut. Wurde noch nie von Geistern angegriffen. Dürfte ich es mir ausleihen? Nein, dann Grump schutzlos. Das Amulett zeigt zwar einen Bannkreis, aber es ist nicht magisch. Grump hat es für 3 Kupferlinge vom Grabbeltisch. Es könnte trotzdem nützlich sein. Ist meins. Gebe nicht her. Ich würde ja versuchen, ihn zu überreden. Aber es ist hoffnungslos. Er hat vor Geistern fast so viel Angst wie vor der kleinen Van Buren. Und vielleicht kann ich dir ja was anderes für das Amulett geben. Wie wäre es, wenn ich dir etwas anderes für dein Amulett gebe, Grump? Ich habe einen Stein, der vorm bösen Blick schützt. Seit ich ihn habe, wurde ich von keinem Fluch getroffen. Gebe dir 5 Goldstücke dafür. Ich will den Stein nicht verkaufen.
Ich will ihn gegen dein Medaillon tauschen. Aber Grump will gegen Geister und bösen Blick geschützt sein. Ach. Ja, vielleicht hättest du den Stein nehmen sollen oder einfach mal sagen, der Stein schützt halt auch vor Geistern. Ich brauche das Medaillon aber wirklich dringend. Grump, ein Leben könnte davon abhängen, dass ich das Medaillon von dir bekomme. Grumps Leben davon abhängen, dass ich es behalte. Vielleicht Geister kommen heute Nacht. Ach, das wird so nichts. Hm. Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Mhm. So, können wir eigentlich jetzt das... Vielleicht wieder die sprechende Puppe? Nee. Können wir vielleicht das Kaminreisepulver genau hier mal reinschmeißen? Tja, ich könnte das Pulver ins Feuer streuen. Aber dann? Wie sorge ich dafür, dass ich da rauskomme, wo ich rauskommen will? Vielleicht nochmal mit Wilbur reden. Okay, dann gehe ich aber jetzt nochmal zu dem Troll. Vielleicht weiß der ja noch einen guten Witz. Schildträger ist ja nicht mehr hier. Gehen wir noch einmal nach oben. Wirklich jetzt nicht mehr allzu viel hier. Hallo Troll. Kein Zutritt. Hör mal! Achso, ich soll diese magischen Schiefertafeln liefern. Ratsvorsitzende Van Buren hat eine magische Schiefertafel bestellt. Und? Ich soll sie liefern. Und? Ich müsste in ihr Büro? Van Buren ist nicht da. Ich weiß, ich soll die Tafel auf ihren Schreibtisch legen. Wie willst du das machen, ohne Kopf? Ich vergiss es. Ich hätte noch eine Lieferung für Chantal. Ich soll das hier abgeben. Was ist das? Ein Geschenk für Chantal Van Buren hat sie sich gewünscht. Nimm das weg. Ich hätte sie ja ins Lehrerzimmer gebracht, aber da du mich da ja nicht reinlassen willst... Bist du meine Mami? Nein! Ich hab dich lieb! Es soll aufhören. Oh, wie schön ist es, eine Freundin zu haben. Ausschalten. In ein paar Tagen hört sie von ganz alleine auf. Mami, ich muss mal aufs Töpfchen. Ich schlag's kaputt. Was würde die kleine Chantal wohl dazu sagen, wenn du ihr neues Spielzeug kaputt machst? Du weißt schon, Chantal, die so gerne Leute in putzige, kuschelige Wesen verwandelt. Du willst mich erpressen, hä? Aber nicht mit mich. Kann ich hören. Wenn wir jetzt einfach die Verkleidung mal aufziehen? Können wir jetzt an dem Troll vorbei? Grumda? Du bist die schlechteste Wache der Welt. Er hört nichts mehr. Lässt du mich bitte ins Lehrerzimmer? Okay, einfach dran vorbeilaufen Lässt ist nicht... Lässt du mich bitte ins Lehrerzimmer? Aber guckt halt dem, der... immer noch nach. Grumda? Er hört... Nicht mal die Verkleidung bringt hier was. Gut, dann gehen wir mal runter und fragen mal bei Wilbur nach, wie das mit dem Kaminreisepulver funktioniert. Ach ja, genau, hier ging es runter. Wilbur? Ja? So, genau, erstmal die Witze. Ich habe da einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört. Ich habe da einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört.
Sowas gibt es? Erzähl! Nach der Untersuchung fragt der Patient: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ist das ein guter Witz? Weiß nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Mhm. Grump hat mir einen Witz erzählt. Vielleicht mag der Gott des Humors sowas. Erzähl! Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau, beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie? Gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Der ist gut. Er hat was mit Göttern und Statuen zu tun. Ja, das kommt bestimmt gut. Achso, genau. Wie ist das mit dem Kaminreisepulver? Wie stelle ich das denn an? Ich habe noch nie Kaminreisepulver benutzt. Wie funktioniert das? Du musst es in ein Feuer werfen. Dann gehst du in die Flammen und denkst ganz fest an die Symbole des Kamins, bei dem du rauskommen willst. Aha. Und die wären? Also die Symbole auf dem Kamin der Bibliothek halt. Also die Symbole auf dem Kamin in der Bibliothek halt. Ich war da nie. Hast du sie dir nicht gemerkt? Doch, schon. Es waren... Eule, Wurm, Ratte. Ich glaube, das war auf jeden Fall irgendwas mit einem Löwen. Löwe, Eisbär und Raupe. Löwe, Eisbär und Raupe. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich? Naja, es könnten auch eine Eule, ein Wurm und eine Ratte gewesen sein. Toll. Oder vielleicht auch ein Adler, ein Maulwurf und ein Pinguin. Ach, ich werd's bald erfahren. Das war erstmal alles. Bis später. Können wir das jetzt eigentlich mal ausprobieren? Ich bin doch jetzt mal gerade gespannt, ob das funktioniert. Dass wir einfach irgendwas nehmen. So. Wir sind hier getarnt. Also schön. Etwas Pulver ins Feuer. Und an die richtigen Symbole gedacht. So, dann machen wir mal Adler, Maulwurf und Pinguin. Adler, Maulwurf und Pinguin. Adler, Maulwurf und Pinguin. Nein. Ein seltsames Haus mit einer rothaarigen Familie. Der Vater redete gerade über etwas, das er Kippschalter nannte. Kippschalter, Kippschalter. Sagt mir jetzt nichts. Eule, Wurm und Ratte. Kann ich eigentlich mit Wilbur eigentlich nochmal zurück? Oder muss ich, glaube ich, muss jetzt quasi durchprobieren. Okay, das war das Richtige. Verdammt. Das scheinen die richtigen Symbole gewesen zu sein. Wir wurden entdeckt. Psst. Hallo. Ich will euch nichts tun. Wilbur hat mir von dieser Bibliothek erzählt. Wilbur? Geht es ihm gut? Er war plötzlich verschwunden. Er musste untertauchen. Unheimliche Kräfte haben jetzt in der Schule das Sagen. Das wissen wir. Wir haben durch einen Spalt in der Tür geschaut und diese fürchterliche Frau und ihre Tochter gesehen. Sie sah nicht wie Intellektuelle aus. Wenn die Van Burens diese Bibliothek entdecken, müsst ihr euch darauf einstellen, zukünftig mit Wachsmalstiften ausgemalt zu werden. Ja? Keine Sorge, wir werden das nicht zulassen. Aber dafür muss ich ins Lehrerzimmer. Dann geh!
Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Na gut, zumindest sind wir mal in der Bibliothek. Vielleicht können wir uns jetzt hinter dem Troll vorbeischleichen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Wir machen hier mal einen Folgenstopp. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, ciao, ciao.